Die Woche geht dem Ende entgegen und zumindest mal der DAX denkt sich, ja, so schlecht wollen wir die nicht abschließen. Er ist heute noch mal ein bisschen nach oben gegangen. Noch ist der Tag nicht zu Ende, aber zumindest sieht das eigentlich ganz gut aus. Also immer noch keine Schwäche zu sehen beim DAX, auch wenn der Kurs jetzt hier noch ein bisschen nach oben ist. Hier seht ihr den DAX-Index. Ist das noch nicht ein Zeichen, dass diese Abwärtsbewegung nicht jetzt bald mal kommen kann? Aber noch gibt es dafür keine richtigen Anzeichen. Also zumindest mal sieht es noch nicht aus in diese Richtung. Ihr seht, dass wir hier noch dreiwellig runter sind, hier nochmal nach oben getriggert haben. Also insofern Fortsetzung noch nach oben. Auch das hier hinten, so 15-Minuten-Chart, die Schubseite nach oben, eher wackelig nach unten. Also das sind so Trigger hier nochmal vielleicht für die Longseite. Bitte vorm Wochenende ernsthaft überlegen, ob ihr das übers Wochenende halten wollt. Das Verhaltensmuster ist aber eher in diese Richtung zu sehen normalerweise. Gucken wir mal auf den FDAX. Da können wir nochmal ein bisschen mehr Details eventuell sehen. Da seht ihr auch nochmal hier, dass das durchaus konsistent ist. Also hier ist eher Pause, das ist die schnelle Richtung, das ist die Korrekturrichtung. Naja, hier hinten fängt er so ein bisschen an rumzuzucken, aber die Abwärtsseite ist hier relativ drucklos noch. Also insofern weiß ich nicht so richtig, ob das jetzt eine Einladung für Short ist. Ich sehe es im Moment noch nicht. Trotz alledem finde ich das Bild, was wir oben auf Tagesbasis sehen, eigentlich ein ganz hübsches. Gut, ob hübsch sich hier mal durchsetzt, ist die andere Sache. Aber wir dürfen nicht vergessen, nach so einem Anstieg wird das irgendwann mal fällig. Ob das jetzt wirklich von diesen Hochs ist oder ob es noch ein bisschen weiter steigt und dann das erst passiert, das werden wir tatsächlich sehen. Aber wir sind eben schon sehr weit gestiegen und deshalb wird das immer realistischer. Auch aktuell, auch wenn er aktuell jetzt hier diese kleineren Rücksetzer noch nicht angesteuert hat. Also wir sehen, der DAX tut sich noch schwer mit dem Richtungswechsel und mit der Abwärtsseite. Also die DAXianer zumindest mal da ein wenig zurückhaltend. Ich hatte gesehen irgendwo in den Kommentaren, seht mir es nach, wenn ich das manchmal ein bisschen verzögert nur dann auch mit aufnehme oder beantworte. Ich hatte irgendwo gesehen, Mensch, du empfiehlst ja immer nur die Long-Seite. Naja, das ist eigentlich überhaupt nicht richtig. Ich würde normalerweise sagen, dass ich da ziemlich ausgewogen bin. Ihr wisst das selber, im Born for Trading und auch im Trade des Tages stelle ich ja immer wieder auch beide Richtungen vor. Also ich habe da ehrlich gesagt überhaupt gar keine Präferenz. Und das Muster ist ja in beide Richtungen auch identisch. So ein bisschen haben wir das hier im 5-Minuten-Chart vielleicht ein bisschen unattraktiv kurzfristig für euch, denn wenn ich euch das jetzt hier zeige, bis ihr das Video sehen könnt, ist die Geschichte natürlich rum, aber dieses Teilstück ist das Schnelle, das ist eine ganz klare ABC-Geschichte, das wäre ein möglicher Trigger für diese Abwärtsseite. Also wenn ihr sowas im 5-Minuten-Chart sucht, das gibt es da natürlich auch. Auch hier gilt natürlich vorsichtig, das ist ja nicht sicher, dass das immer passiert, aber machen wir ganz kurz dieses Beispiel, um warm zu werden, dann gucken wir uns das gleiche nochmal, ich mache es mal ein bisschen größer. Also Schubrichtung runter, ABC und meine Erwartungshaltung ist, machen wir das doch mal, ich zeichne das jetzt mal ein bisschen ausführlicher, das ist so die erste Bewegungsrichtung, das ist die Gegenbewegung und eigentlich die gleiche Länge nochmal vorne wie hinten, also vorne, das ist die erste Welle, der Kurs kam ja von unten, das ist also die erste Abwärtswelle und die hintere wäre dann ungefähr gleich lang. Ich habe es jetzt nicht exakt gleich gemalt, aber hier diese Marke. Das wäre also sozusagen der klassische Zielbereich. Klassisch heißt nicht, dass es immer erreicht wird. Es kann deutlich unterschießen sogar. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es nicht so weit reicht. Trotz alledem, ihr könnt schon erahnen, selbst wenn ich meinen Stop hier hinsetze oder wie ich das eben immer ganz gerne mache, dass ich die 78er Marke nehme, das habt ihr natürlich häufig schon gesehen bei mir, dann haben wir ein CRV, das zumindest mal nicht nachteilig ist. Ob das hier jetzt schon besonders toll ist, gucken wir mal, das sind 79 Punkte nach oben und es sind nach unten 140, also nicht ganz 2:1 das Ganze, aber das ist sicherlich ein Verhältnis, was in Ordnung ist. Das heißt, selbst wenn wir nur in der Hälfte der Fälle richtig liegen und die Chancen sind gar nicht so schlecht, weil das so ein Standardverfahren ist, dann haben wir damit eine realistische Chance, auf jeden Fall im Durchschnitt. Das ist ganz wichtig, nicht mit dem nächsten Trade. Wer glaubt, Mensch, jetzt hat er das gezeichnet, genauso wird es jetzt kommen, und zwar immer, das ist ein Trugschluss. Börse hat nur was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Was ist typisch? Und das Typische setzt sich halt etwas häufiger, und ich sage bewusst etwas häufiger durch, als das Nicht-Typischere. Und dementsprechend kann ich sagen, okay, meine Chancen sind zu meinen Gunsten, das Chance-Risiko-Verhältnis ist zu meinen Gunsten. Das heißt, nicht im einzelnen Trade, aber wenn ich davon ein ganzes Bündel mache von Trades dieser Art, das muss jetzt nicht im 5-Minuten-Chart sein, aber könnt ihr auf der Zeitebene eurer Wahl machen. Egal ob Long oder Short, das Bild ist exakt das gleiche. Erste Bewegungswelle nach einer
lang gegenbewegen. So, dann habt ihr eine Korrektur, dreiwellig oder überschneidend. Und dann setzt sich die erste gerne nochmal ähnlich lang fort in der dritten oder C-Welle, wie man es auch immer sagen will. Das ist eine gute Orientierung, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis hinhaut. Also ich würde den gleichen Trade bei schlechtem Chance-Risiko-Verhältnis nicht machen. Was ist schlecht? Grobe Daumenregel ist 1,5 zu 1. Es gibt Sonderfälle, da kann das sogar negativ sein, aber das ist ein bisschen zu kompliziert jetzt hier an dieser Stelle. Das müssen wir nicht jetzt direkt durchgehen. Virgin Trades wäre jetzt so ein Thema, aber wer es quick and dirty mag, dann sind solche groben Richtwerte eigentlich ganz gut. Ja, und so hat man eine ganz gute Orientierung, was eher zu erwarten ist. Und wir haben die Möglichkeit, wer mag. Natürlich kann man Fire and Forget handeln. Das ist auch eine häufig gestellte Frage. Hier jetzt also einfach Short und dann, ja, Stop hier, Target hier und dann tschüss. Dann mal gucken, was der Markt macht. Entweder holt er mich hier raus oder er holt mich da unten raus. Das ist mir egal. Maximal, das ist mein Verlust. Den kann ich zubilligen. Die Größe, also sprich die Stückzahl, müsst ihr natürlich festlegen. Ihr könnt dann sagen, ich will nicht mehr als 50 verlieren oder mehr als 500 oder wie viel auch immer das für euer Konto sinnvoll ist. Bitte, bitte macht hier immer klein, denn ihr habt auch Verlustserien. Das gehört ganz normal mit dazu. Aber wenn ihr da die richtige Größe euch eben raussucht, dann sollte das normalerweise passen vom CRV dann eben, wie gesagt, und von der Risikogröße. So, und ihr habt natürlich die andere Variante, also statt Fire and Forget, also dass ihr sagt, komm, ich setze es dahin und dann gucken wir einfach mal, was passiert, dass ihr eine Art Nachzieh-Stop verwendet. Das kann eine Orientierung an irgendeinem Trailing-Indikator sein, sozusagen irgendein Trendfolger, dass ihr einfach sagt, sobald die Punkte hier, also im Moment sind die ja höher als mein initialer Stop, den haben wir ja hier jetzt mal gedanklich verortet, ja, sobald diese roten Punkte dann tiefer gehen als das, ziehe ich den Stop einfach immer auf den jeweiligen Punkt nach. Das heißt, ich weiß in diesem Fall alle 5 Minuten, wenn ich das natürlich auf einer größeren Ebene handle, vielleicht im 15-Minuten-Chart, dann alle 15 Minuten und so weiter. Also das Prinzip bleibt dann gleich. Also für diejenigen, die jetzt glauben, dass ich immer nur auf der Long-Seite unterwegs bin und das viel besser finde und der Markt einfach bullisch, nee, also das wäre eine Fehlannahme, dann habe ich das falsch ausgedrückt oder irgendwie nicht richtig betont. Natürlich in diesem Teil sehe ich jetzt im Moment keine Anzeichen für die Short-Seite. Auch hier, wenn ich hier im 4-Stunden-Chart gucke, ja, es geht hier runter, aber dreiwellig und schon wieder hier getriggert. Das heißt, eigentlich macht der Markt nicht die richtig tollen Anzeichen für die Abwärtsseite. Das kann natürlich trotzdem runtergehen, aber jetzt massiv auf die Short-Seite zu wechseln, fühle ich mich nicht ambitioniert, wenn ich so eine Bewegung sehe, die doch wenig Interesse versprüht, dass der Markt in eine Richtung jetzt besonders stark oder scharf eben unterwegs ist. Also die Abwärtsseite ist immer noch nicht die starke. Das, was ich hier im Moment sehe, erinnert mich so ein bisschen an das, was ich hier sehe, beispielsweise, na, da vorne vielleicht noch, also an verschiedenen kleinen internen Stellen. Also Druck nach unten sehe ich da noch nicht. Nichtsdestotrotz, ich kann mir auch noch vorstellen, dass wir richtig tief runtergehen, aber der Markt zeigt es aktuell nicht. Also die Marktteilnehmer bieten nicht die erste Initiation dafür. Das heißt, diese Short-Überlegung, die ich hier habe, bezieht sich tatsächlich auch erstmal nur auf so ein frühes erstes Ziel hier und nicht notwendigerweise, oh cool, er redet von Short, dann gehen wir jetzt nochmal runter auf 25.000. Nein, also das kann man hier an diesem nicht ablesen. Das bezieht sich zum Mindestziel. Und wer hier keine Gewinnmitnahme mitnehmen möchte, also nicht einfach rausgehen möchte, der kann natürlich überlegen, ja gut, spätestens am Mindestziel darf ich ja nicht mehr negativ werden, sprich, dann ziehe ich einen Stop spätestens da ungefähr auf dem Einstieg nach. Und wenn es dann weiterfällt, hey, cool, mache ich richtig tolle Gewinne. Oder wenn es eben nicht weiterfällt, naja, da bin ich abgesichert durch irgendeine Nachziehkomponente. Wie gesagt, das kann jetzt so etwas sein. Ihr könnt aber natürlich auch was anderes wählen. Super Trend. Ihr könnt einen gleitenden Durchschnitt unter Umständen. Also irgendeinen Trendfolger nehmen. Oder ihr bezieht das Ganze auf Pattern, dass ihr eben sagt, naja, ich kenne mich ja jetzt, na, das wollte ich nicht zeichnen, so ein bisschen aus. Na, kriege ich dich auch weg. So. Wenn das hier so 1, 2, 3, 4, 5 ist, dann wisst ihr, ihr könnt immer quasi auf diese Zwischenhochs dann hinterherziehen, einfach im Sinne von, ist das noch Elliott-wellengerecht oder nicht. Wenn ihr sagt, da tue ich mich noch schwer, dann finde ich so eine Nachziehkomponente, die ich euch gerade vorgeschlagen habe, eigentlich eine ganz sinnvolle Möglichkeit dafür. So, so habt ihr mal eine Idee, wie das in etwa aussieht. Bitte, bitte geht nie davon aus, dass es in allen Fällen gut geht. Also es ist völlig verrückt, wenn man davon ausgeht, ja, das sieht super aus, dann wird das auch genauso passieren. Nein, sondern
erachtet Traden immer als eine statistische Größe. Und das ist auch der wichtige Grund, warum ihr die Risiken, die Einzelrisiken pro Trade relativ gering halten solltet. Denn es kann immer mal sein, dass man mal daneben liegt oder zweimal oder dreimal hintereinander oder auch viermal oder fünfmal hintereinander. Natürlich, dass es so lange Verlustserien gibt, das lässt dann wieder nach von der Wahrscheinlichkeit. Aber auch das ist möglich. Das heißt, ihr solltet so planen, dass selbst wenn ihr mal mehrere Trades hintereinander negativ seid, dass ihr dann sagen könnt, okay, es ist zwar ärgerlich, klar, gewonnen hätte ich lieber, ehrlich gesagt, aber ich habe immer noch genügend Kapital, um das weiter vorzuziehen, denn wie gesagt, die Statistik spricht ja in dem Sinne da die Sprache eben auf meiner Seite. So, das mal so als kleine Anregung dazu. Mal gucken, was hier draus wird aus dieser Idee. Ich weiß, für euch kommt die ja zu spät. Das soll auch jetzt eher ein Beispiel jetzt sein. Ihr wisst, dass ich diese Trades ja immer wieder auch vorstelle, auch ganz konkret mit den Ein- und Ausstiegsmarken und dann in den etwas größeren Zeitebenen. 5 Minuten ist jetzt eher so für uns zum Gucken, aber eben auch als Anregung, weil ich weiß, dass viele eben diese Videos gucken und dann Intraday selber aktiv sind. Achtet auf diese Verhaltensmuster und guckt, wenn ihr die seht, ob da vielleicht das eine oder andere umsetzbar ist. Auch der S&P 500 ist im kurzfristigen zumindest jetzt nicht korrektiv richtig auf dem Weg nach unten, sondern relativ steil. Das lässt vermuten, dass hier vielleicht etwas Ähnliches passiert. Hier steht allerdings das noch aus, also das, was wir beim Dow eben gesehen haben. Vielleicht gibt es das hier eine Nummer größer, also irgendwie was Korrektives mit Kursüberschneidung oder eben von mir aus auch nur dreiwellig Trigger dran denken und dann das als Fortsetzung. Also das wäre etwas, was ich mir für heute Nachmittag durchaus vorstellen kann. Zumindest aktuell ist das die Geschichte. Das habe ich mir hier übrigens auch vorgestellt an der Stelle. Also ich spule mal in der Zeit zurück. So. Könnt ihr euch überlegen, was ich an dieser Stelle gedacht habe? An der Stelle habe ich gesagt, klasse, wenn wir jetzt wackelig nach oben kommen, korrektiv, Kursüberschneidung oder eben dreiwellig nach oben kommen, shorte ich, wenn er da durchgeht. Das war meine Erwartungshaltung. Also ich habe gesagt, ich bin auf Short eingestellt. So, was hat der Markt gemacht? So, und ich muss jetzt nur vergleichen, das habe ich haben wollen, damit ich unbedingt shorte. Und was hat der Markt geliefert? Es ist überhaupt keine Verwechslungsgefahr zwischen diesen beiden. Das heißt, bis hier vor ein paar Minuten vorher noch, hier habe ich noch gesagt, klasse, wenn der hier ABC nach oben kommt, bin ich derjenige, der short geht. Und der Markt hat gesagt, ja, machen wir aber nicht. Also ihr seht, das ist ganz häufig so, dass ich von meiner Idee völlig falsch liege. Also, dass ich meine Erwartungshaltung, Mensch, gleich können wir shorten. Nee, nee. Meine Short-Idee braucht drei Bedingungen. Die starke Bewegung, die schwache Bewegung und den Trigger. Ich sage immer, wenn ich das Ding sehe, ich bin Short eingestellt. Wenn ich das Ding sehe, ich bin Long eingestellt. Aber zum Traden brauche ich noch den und diesen Trigger. Die Mechanik ist quasi immer die gleiche. Die Richtung ist egal, die 5-Minuten-Chart oder 4-Stunden-Chart oder Tageschart, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Sogar Wochenchart kann man zumindest mal erahnen. Schub nach oben, wackelig nach unten. Ganz klar mit Kursüberschneidung. Das heißt, wenn der S&P diese Marke durchstößt, das wäre schon ein sehr bullisches Zeichen. Vorher noch diesen Trendkanal, aber wenn wir das durchstoßen, wird der ein oder andere, der jetzt noch an der Seitenauslinie steht und viele Instis wollen einfach nicht, weil bei dem Fidifett, den wir jetzt hatten und in vielen anderen Nachrichten sagen die, also ehrlich gesagt, die Nachrichten sind nicht gut, die wir haben. Wir können noch nicht kaufen. Geht der Markt da durch? Spätestens dann werden viele Marktteilnehmer sagen, aber ich muss ja. Wir müssen dann kaufen. Also ihr seht, selbst im Wochenchart spielt überhaupt gar keine Rolle, wo ich dieses Verhaltensmuster finde. Umsetzen tun wir das auf allen möglichen. Ich gebe zu, im 5-Minuten-Chart handeln wir inzwischen sehr selten. Das hat was mit Menge, mit Geschwindigkeit und was weiß ich was zu tun. Aber früher, als ich sehr viel noch händisch die kleinen kurzfertigen Bewegungen gemacht habe, habe ich das auch im 5-Minuten-Chart. Nehmen wir mal, ich würde jetzt nur privat ein bisschen rumdaddeln, würde ich vielleicht das auch öfter mal im 5-Minuten-Chart machen. Aber das Prinzip ist das gleiche und selbst wenn ihr 5 Minuten nicht aktiv umsetzt, könnt ihr gucken, um die Orientierung zu bekommen, sind wir noch auf der richtigen Seite oder eher nicht. Ja. Natürlich könnt ihr auch sagen, komm, dann handle ich nicht 5 Minuten, versuche ich im 15-Minuten-Chart und immer wenn ich dieses Verhaltensmuster sehe, super, wenn ich es nicht sehe, gucke ich einfach zu, mal sehen, wie es da weitergeht.
Aber die jüngste Bewegung, Schub runter, wackelig nach oben, wäre jetzt so der nächste spannende Ansatz, den man da im Hinterkopf behalten kann. So, beim Nasdaq sieht es grundsätzlich nicht anders aus. Auch hier die starke Abwärtsbewegung gefällt mir sehr gut. Wackelig nach oben wäre jetzt die Aufgabe. A, B, C, die Alternative oder eben mehrfach mit steigenden Tiefs, steigenden Hochs und Kursüberschneidung. Hier so, das hier, ich sage immer wackelig, ich weiß, viele stören sich an dem Begriff, als klingt nicht professionell und so. Aber man sagt einen anderen Begriff dafür. Ich kann natürlich sagen, korrektiv. Aber wenn ihr euch darunter was vorstellen könnt, ist super. Also das ist korrektiv hier. Und wenn ich diese Richtung und diese Richtung vergleichen soll, ich glaube, da ist der Unterschied zwischen diesen beiden Richtungen von der Dynamik, von der Stärke, von der Geschwindigkeit, von der Einsilbigkeit sozusagen der Bewegung ist klar und dementsprechend ist nachvollziehbar, dass, wenn dann solche Hochs gebrochen werden, ja eigentlich davon ausgegangen werden kann, dass das zumindest nochmal kommt, vielleicht mehr, aber eben das als Mindestziel klassischerweise dann nochmal hinten dran. So habt ihr immer eine Orientierung. Und immer, wenn ihr es nicht erkennt, wenn ihr sagt, ja, da sehe ich das jetzt auch, aber irgendwo anders habe ich es nicht gesehen, ja, geht mir auch so. Ich trade längst nicht jede dieser Bewegungen. Wie gesagt, in 5 Minuten trade ich das quasi nie oder sehr, sehr selten. Aber ich auch in anderen Zeitebenen, nicht, längst nicht alle, weil mir viele nicht so geheuer sind, wo ich sage, das ist nicht unsauber. Dann lasse ich die Finger lieber davon weg. Aber wenn es klar und deutlich zu erkennen ist, dann umso lieber. Vielleicht bietet sich hier die starke Abwärtsrichtung da als nächstes so eine Bewegung an. Denkt immer dran, so in die Mitte ungefähr rein, hier wieder hin, Fibonacci 38, 50, 61, 8 als ABC-Korrektur und dann die Short-Seite. Das kann ich euch jetzt als Handelsidee für heute Nachmittag mitgeben. Ob der Markt das tut, weiß ich nicht, aber wenn er es tut, werdet ihr es mit Sicherheit wahrnehmen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr es mindestens gedanklich umsetzen, um mal zu sehen, ah, so funktioniert diese Mechanik. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch ein bisschen hilfreich ist für eure eigene Entscheidung heute. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen so oder so und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.